Hallo und herzlich willkommen zurück bei Broken Age. Wir stehen hoffentlich kurz vor dem Finale. Nicht hoffentlich, weil ich endlich will, dass das Spiel zu Ende ist. Aber doch, weil ich gerne mich auch mal wieder einem anderen Projekt zuwenden möchte. Dann irgendwann mal... Oh, guck mal, die beiden Vögel sind weggeflogen. Hier Mama und Babyvogel sind jetzt weg. Kann ich da hier hinklicken? Nee. Fliegen die hier rum? Ich guck mal, vielleicht flattern die ja irgendwo. Genau. Und ich will natürlich endlich wissen, wie das Ganze ausgeht. Wie das Ganze ausgeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch so viel mehr kommen wird. Deswegen denke ich, wir haben es bald geschafft. So, wir hatten jetzt mal die Eierschale und den Pfirsich gesammelt. Damit gehen wir jetzt zum Papa und hauen das in seine Brühe. Und dann müsste das Ganze perfekt koloriert sein. Nein, nicht koloriert, sondern abgeschmeckt. Da müsste direkt ein pH-Wert von 7 sein, der das Ganze wohlschmeckend macht. Ich bleib bei dieser Metapher. Geschmacksmetapher. Wollen wir mal. Dann wollen wir mal rennen. Renn mal bitte ein bisschen schneller, Junge. Du bist jung, du hast lange, dünne Beine. Ich kann's nicht glauben. Das ist doch nicht wahr. Wie der immer murmelt. So. Papa, guck mal hier. Guck mal, ich hab Zeug. Ich komme. Lauf schneller. Können wir das einfach da reinhauen jetzt? Ich verstehe das nämlich noch nicht ganz. Das könnte sich auf den pH-Wert auswirken, aber ich mache besser keine Experimente. Erst muss ich einen Weg finden, den Wert zu bestimmen. Das fehlt uns noch. Den Löffel? Ah, der Löffel, Sir, bestimmt. Ich hoffe, Sie wollen dieses übel riechende Gebräu nicht essen. Nö. Ich tauche nur deine Zehen darin ein. Aber Sir, ich möchte die Mission nicht in Frage stellen, Sir, aber gab es irgendeinen Grund dafür, mich in diese toxische Brühe zu stecken? pH-Wert? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 8. Korrekt. Okay, wir müssen 7 erreichen. Genau 7. Das heißt, wir machen jetzt die Eierschale da rein, oder? Sind das Eierschalen? Eierschalenmuscheln, wo ist der Unterschied? Calciumcarbonat ist in der Tat der Hauptbestandteil von allen Arten von Schalen und Muscheln. So ist es. Also hast du bei meinen nächtlichen wissenschaftlichen Ausschweifungen doch zugehört? Ja, ja. ja, genau, habe ich ganz genau. Jetzt tauchen wir den Löffel nochmal rein, oder? Bericht. Die Mixtur hat einen pH-Wert von 11. Korrekt. Hä? Oh. Da habe ich wohl zu sehr, da habe ich es falsch verstanden. Weißt du, wie säurehaltig diese Frucht ist? Nein, aber mein Löffel wird's mir verraten. Das werde ich mit Vergnügen, Sir. Ein Versuch ist es wert. Okay. Vielleicht hat das ja jetzt genau geklappt, weil ich erst Schale reingemacht habe. Was kannst du mir über den pH-Wert sagen? Die Mixtur hat einen pH-Wert von 9. Korrekt. Okay, warte mal, lass mich kurz nachdenken. Mein Sohn. Wir haben, wie viel hatten das jetzt abgezogen? 2, genau. Das heißt, jetzt noch einmal mit der Frucht rein, dann sind wir bei 11. Bei 7. Das müsste klappen, oder? Eigentlich schon. Warte. Hat es geklappt? Ich messe einen pH-Wert von 7. Ja. Heureka! Der perfekte Wert, Sir. Gute Arbeit, mein Sehr Sohn. Gut. Nun zur letzten Ingredienz. Nur ein wenig Binde- und Reduktionsmittel. Bam! So koche ich auch immer. Es ist perfekt. So klein. Auch Kleines kann Großes vollbringen. Na los, reparieren wir das Schiff. Ich liebe Wissenschaft. Ich auch. Oh, ist das toll. Ist das toll. Wir haben es geschafft. Faszinierend. Genau wie mein Papa das machte. Lass mich an die Hülle und ich repariere sie. Gerne. Leg los. Dann mach mal. Also alles konnte ich auch nicht reparieren. Aber die wichtigsten Wohnbereiche dürften jetzt halten. Nun gut, das bedeutet, dass unser Schiff jetzt klar für den Flug nach Loruna ist. Was denkt ihr darüber? Ich bin bereit. Dann mal los. Okay, gut. Starten wir. Halt! Ihr fliegt nirgendwo hin. Wer seid ihr?
Vellas Familie und wir haben mit anderen gesprochen. Dann haben wir eins und eins zusammengezählt. Als Mokchotra meine Schwester fraß, hat er dich ausgespien. Sag uns bitte, wo unsere Tochter ist. Sie ist hinter dem Pestdamm. Und wir werden ihr jetzt alle folgen. Wer ist wir? Hört sich nach allen von uns an. Ja, weil, ich habe nämlich schon den Start eingeleitet. Aber, nett, euch kennenzulernen. Ich bin ein Freund eurer Tochter. Naja, passt doch, dass die mitkommen. Die können uns bestimmt helfen. Boah. Krass. Raus, so ein Vieh. Aber das ist die untere Hülle schon weg, oder? Das siehst du, dass das Metall ist. Der blinde Gott ist tatsächlich wieder auferstanden und hat einen neuen Teil des Strandgrundstücks zur Erschließung freigegeben. Wie es aussieht, ist der heutige Tag doch nicht so schlecht ausgegangen. Verdammt. Na, wer weiß, aber ist doch schön, ist doch schön. Du kommst gerade rechtzeitig. Murakai verlässt jetzt das Schiff. Da, er geht wieder. Na endlich. Ist alles andere bereit? Ja, der Kuchen ist im Ofen. Prima, dann verschwinden wir von hier. Danke, dass du die Anspielung verstanden hast. Ich hab's auch verstanden. Und jetzt habe ich Hunger auf Kuchen. Antrichter aktiviert! Ciao. Mach's gut. Ich lebe. Oh nein. Das Arme. Ich bin frei. Ich bin schön. Rot. Wie der Tod. Das ist alles unser Werk. Wir können stolz auf uns sein. Heiliger Strohsack. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ich schon. Sie hat nie an uns gezweifelt. Guck mal, wie da noch 1000 alte Gebäude stehen. Spielt das in der Zukunft? Aber die waren gar nicht alt, die Gebäude, und da haben Leute drin gewohnt. Boah, das ist wirklich so mega bedrohlich. Wow. Und was machen wir jetzt? Hupen vielleicht? Schauen wir mal, ob das Kommunikationssystem des Schiffs noch funktioniert. Hallo, ahoi. Hier ist das Raum, Luftschiff Maruna. Wir erbitten erneuten Zugang, ich war lange weg, aber wenn ihr nur die Tür öffnen könntet, dann komme ich und erkläre euch alles. Alex, ich glaube nicht, dass das klappt. Ach, vergiss es. Sieh dir das an. Ja. Oh, warte eine Sekunde. Was ist das? Papa, ist das? Das ist unser Schiff. Glaubst du, Mama ist an Bord? Passt auf! Bam. Du rammst sie. Hey, das ist der Autopilot. Aber da wir schon so nahe sind, werde ich die Landungsbrücke herunterlassen, damit du kurz Hallo sagen kannst. Das ist viel zu kurz. Was? Hast du etwa Angst zu springen? Was? Sie schießen auf sie! Schnell, zurück, bis sie außer Reichweite sind. Ich hab doch gesagt, Autopilot. Dann tu irgendwas. Gut, still jetzt. Ich muss nachdenken. Oh, ich muss das machen? Ich dachte, er muss nachdenken. Was können wir denn machen? Gesagt, es wäre dein Zuhause. Leute, das ist alles nur ein Missverständnis. Ich war 300 Jahre weg, ein wenig Verständnis in Ordnung. Sobald ich die Begrüßungsfrequenz gefunden habe, sage ich ihnen, wer ich bin, und dann lachen wir alle gemeinsam über diese Sache. Ich hoffe, du hast recht, Alex. Die Begrüßungsfrequenz? Vielleicht ist das hier... Oh, ich habe die Muschel nicht mehr. Hallo. Ist da jemand? Die freuen sich übelst. Hey, wir werden beschossen. Wir sterben. Hallo. Toll, was kann ich denn hier machen? Ich kann hier... Sieht aus, als hätte jemand diese Teile zusammengelötet. Ach, ihre Gehäuse müssen in der Hitze zusammengeschmolzen sein.
Okay. Jetzt kann ich sie nicht mehr auseinandernehmen. Vertrau mir, wenn ein Mädchen dich bittet, ihr einen Todesstrahl zu machen, dann sagst du nein. Vielleicht kann ich mit Vella irgendwas machen, aber ich rede mal mit allen vielleicht erstmal kurz. Um es noch einmal zu erwähnen, habt ihr alle verstanden, dass ich die Maiden nicht absichtlich entführt habe? Ja, schon klar, Shay. Es ist zwar viel zu verarbeiten, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Wir glauben dir vorerst, aber wenn ich meine Schwester wiedersehe, sollte sie deine Geschichte besser bestätigen. Mit der Opa. Ich wusste nicht, dass unser Elektronik-Genie tanzen kann. Ja, ich habe nur ein paar Kabel auf ihrem Rücken verschoben und sie hat angefangen zu tanzen. Schön. Ich war ziemlich... Kann ich sie denn nehmen? Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich wette, er könnte etwas Nützlicheres tun. Was denn? Ich weiß nicht so recht. Wenn du nicht weiter weißt und keine Cupcakes backen kannst, dann ist Tanzen der nächste logische Schritt. Ach so. Na, da habe ich doch wieder was gelernt heute. Komm, ich will jetzt hier... kann ich mit ihm hey, reden? Hey, Alex. Nicht jetzt, Shay. Ich muss jemanden erreichen, der uns aus diesem Schlamassel helfen kann. Wie das ein kleines Mikro ist. Nee, ein großes Mikro. Nein, warum wird da ein Mikro-Hologramm hochgeladen? Egal. Kann ich durch die Tür? Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Viel zu unsicher. Viele von den unteren Etagen sind instabil und wer weiß, ob man die Luft da atmen kann. Außerdem gibt es da noch fehlerhafte Schaltsysteme, die ich erst noch unter Kontrolle bekommen muss. Warum hast du meinen Papa nicht davor gewarnt? Hast du nicht seinen Blick gesehen? Mir war klar, dass ihm nichts davon abhalten würde. Das heißt, er ist da unten. Kann ich da nicht rein? Hier ist die Maruna. Okay, ich kann wirklich gar nichts machen hier. Ich habe halt nur den Löffel und das Ding. Gary? Komm, Gary. Es ist wieder Greifzeit. Ach, sag bloß. Ist Gary da noch drin? Was? Was zum... Verstehe ich nicht. Warum greifen wir das andere Schiff mit unseren Frachtgreifarmen? Wer bedient sie? Hey, warum steht die Steuerung der Frachtgreifarme auf manuell? Das wurde wohl während des Beschusses umgeschaltet. Was kommt als nächstes? Okay, Gary hat quasi die Arme gesteuert. Am Anfang. Nein, das war doch gut. Verdammt. Meine Mama muss die Steuerung für die Greifarme wieder auf die Zentralsteuerung übertragen haben. Ach, verflixt, das war doch gut. Ich habe mich schon gefreut, dass irgendwas passiert ist. Kann ich den wechseln? Ich gucke jetzt mal zu Vella. Hey, ich glaube, dass dieses Schiff... Ich glaube, es gehört meinem Freund Alex. Ich kann kaum glauben, dass er dieses Ding zum Laufen gebracht hat. Los, wir müssen da rüber. Kann nun, ich dir mit dem gehe es. Wir werden beschossen. Hey, stört es dich, wenn... Oh, bitte rühr die nicht an. Von hier aus steuere ich alle Systeme des Schiffs. Ich wollte nur... Das Schiff in die Luft jagen? Das kann man nämlich unter anderem hier machen. Oh, nein, das wollte ich gar nicht. Vergiss es. Wollten wir das nicht, das nein? Das ich gerne, Captain Walter. Aber sobald der Pfad gewebt wurde, folgt das Schiff immer dem Garn. Das weißt du immer doch. Der Garn. Ich habe keine Kontrolle darüber. Wir werden raus? In Stücke gerissen. Die okay, wir können rausgehen. Immerhin. Das heißt, wir können uns hier wieder frei bewegen. Puh, da haben wir wieder einen Haufen Optionen, glaube ich, tatsächlich. Was können wir denn machen? Die ganzen Tiere haben ja Angst. Also die ganzen kleinen Bildschirme, meine ich. Nicht Tiere. Können wir denn nicht da jetzt an die Konsole gehen, wovon der Fuchs war? Das war uns doch immer verwehrt geblieben, hier an das Ding zu gehen. Dieser Kabelrest könnte nützlich sein, um etwas zu reparieren. Hi. Marekai, wo bist du? Wodurch wurde diese Explosion verursacht? Entschuldigung, falsche Nummer. Wie kann ich das ausmachen? Du, was ist mit Marekai? Er ist noch nicht gelandet. Oh, er ist hier irgendwo. Kannst du etwas genauer sein? Nach welchem Teil von ihm suchst du denn genau? Ja, doch, der ist, glaube ich, nicht mehr so komplett. Er ist noch nicht gelandet? Du, gewalttätige Abscheulichkeit. Jetzt verstehe ich, warum Marekai so angetan von dir war. Von mir? Warum? Hör auf uns zu beschießen und lass uns gehen. Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall?
Hör auf, uns zu beschießen und lass uns gehen. Du bist eine Terroristin und musst vor Gericht gebracht werden. Außerdem brauchen wir dich noch, Vella. Der kennt meinen Namen. Wofür braucht ihr mich? Warum tut ihr so, als wären... genau. Wofür braucht ihr mich? Um unsere Blutlinie reinzuhalten. Ihr seid ziemlich eklig. Ist die Blutlinie reinhalten genauso gruselig, wie es sich anhört? Ihr braucht also nur eine Blutprobe oder sowas? Wofür habt ihr den Jungen gebraucht? Ist die Blutlinie reinhalten genauso gruselig, wie es sich anhört? Wir pflegen und entwickeln unsere Blutlinie seit Hunderten von Jahren und beseitigen Unreinheiten. Wir haben den Pestdamm gebaut, um diese abzuwehren. Leider stellte sich heraus, dass diese Unreinheiten notwendig sind. Je reiner wir wurden, desto anfälliger waren wir. Wir sind wie ein Haus aus feinstem Kristall, aber wir brauchen Stein und Erde als Fundament. Und da kommst du ins Spiel. Ihr braucht also nur eine Blutprobe oder sowas? Wofür habt ihr den Jungen gebraucht? Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall? Ich gehe einfach mal alles durch. Ihr braucht also nur eine Blutprobe oder sowas? Oh, Vella, es geht nicht nur um ein paar Chromosomen. Die können wir auch synthetisch herstellen. Wir brauchen aber das Gesamtpaket. Dein Umfeld, deine Psyche, dein ganzes Sein. All das wird durch unsere Verarbeitung extrahiert. Okay, das hört sich aber doch schon ein bisschen krank an. Das hört sich so an, als wolltet ihr mich in den Mixer stecken. Das Verwertungsverfahren beendet dein kurzes erstes Leben. Aber du wirst für immer ein Teil zukünftiger Lunania sein. Pfui. Also ich hatte erst gedacht, dass sie sich mit ihr fortpflanzen wollen, aber scheinbar wollen sie wirklich irgendwie auflösen und ihr ganzes Leben, weiß ich nicht, ihren Körper, ihr Leben, ihre Seele irgendwie weiterverwerten dann mit Hilfe von Maschinen und dann in sich selber reinpumpen. Das ist ganz schön krank. Wofür habt ihr den Jungen gebraucht? Nun, selbst unsere weisesten Blutlinienminister können nicht die genaue Kombination von Unreinheiten erkennen, die notwendig ist. Aber in einem bestimmten Alter verfügt ein junger Mann, wenn er außerhalb von Loruna erzogen wurde, über die entsprechenden Instinkte. Abenteuer, Heldentum, Eroberung. Seine jugendlichen Leidenschaften sind uns heilig. Ich wusste, ich würde es bereuen, mit dir zu sprechen. Was wird also aus Shay? Also wollen die den dann auch weiterverwerten, wenn sie das schon so fragt? Was wird also aus Shay? Er sollte nach Loruna zurückkehren und bis an sein Lebensende als Held gefeiert werden. Ach so, okay. Aber als du sein Schiff zu Fall gebracht hast, hast du auch sein Schicksal besiegelt. Jetzt hat er so viel gesehen. Oh, oh. Warum tut ihr so, als wären diese Schiffe im Weltall? Einige unserer ersten Elternteams sind beim Anblick des Ödlands ihren Gefühlen erlegen und haben sich dort niedergelassen. Natürlich hat sie die grausige Umgebung wahnsinnig werden lassen. Also beschützen wir jetzt unsere Mission. Okay, also das ist einfach nur, damit die wieder zurückkommen, die Leutchen, die sie aussenden. Euer System ist widerlich egoistisch und verletzend. Wenn ihr so schwach und anfällig seid, dann sollten wir uns vielleicht einfach... Euer System ist widerlich, egoistisch und verletzend. Und ihr braucht es noch nicht einmal. Reißt den Pestdamm nieder und baut eine Brücke über die Schlucht. Lasst die Menschen in natürlicher Weise miteinander leben. Deine Naivität ist ja fast liebenswert, aber was du da sagst, ist erschreckend und abstoßend. Du bist erschreckend und abstoßend. Hast du mal in den Spiegel geschaut, mein Freund? Siehst aus wie der Oberbösewicht von Star Wars. Ich wollte jetzt niemanden spoilern, obwohl es kein Spoiler ist. Andy Serkis. Ja, die Animationsfigur. So in etwa sieht er hier auch aus. Wenn ihr so schwach und anfällig seid, dann sollten wir uns vielleicht einfach gegen euch auflehnen und euch beseitigen. Kampf haben wir euch schon vor langer Zeit ausgeredet. Nicht wahr, Selvina? Na los, bringen wir es hinter uns. Levina. Ich wusste es.
Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Tun ein für alle Mal beenden. Du wirst nie. Zack. Das war doch gerade, wer waren die? Oma, die waren aus ihrem Dorf, oder? Ist das. Ja, doch, klar, sie kannte ja auch ihren Namen. Doch, das waren die aus dem Dorf. Ganz am Anfang gab es diese Oma. Die gehört also auch dazu. Ich wusste es. Was können wir jetzt tun? Hey, Präsident Hässlich. Bitte entschuldige mich. Ich muss euer Tun ein für alle Mal beenden. Du wirst nie. Präsident Hässlich. Schön. Das gefällt mir. So. Also wir haben jetzt ein Kabel, ne? Was können wir denn damit machen? Ich weiß es nicht. Können wir hier noch sonst noch irgendwas tun? Hier, können wir noch mit greifen vielleicht? Sieht aus wie so ein Videospiel. Da haben wir ja die Mädels mitgegriffen. Ich weiß nicht, wie man Videospiele repariert. Auch nicht mit diesem Kabel. Wir machen noch das Messer übrigens. Epics Schiff ist nah genug. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was passiert jetzt nochmal? Verdammt! Ich glaube, es gibt so viele Interferenzen von der Außenhülle des Schiffs. Ich brauche eine Position mit freierer Schussbahn. Ach, das war der Laser, ne? Ja, stimmt. Der Laser. Diese Tür muss beim Zusammenprall wohl verkalkt worden sein. Deswegen haben wir die Fernbedienung so ewig noch aufbewahrt, damit wir dann da nochmal mit schießen können. Da freue ich mich schon drauf. Verkalkt, kann ich da mit dem Messer durchnehmen, ne? Ich will das nicht schneiden. Nee, gut, wir müssen hier wieder zurück. Hier können wir also nicht lang, das ist schon mal gut. Da werden uns einige Optionen weggenommen, damit ich hier nicht ewig wieder stundenlang über das Schiff rennen muss. Habe ich hier irgendwas? Das Bett ist noch da. Wir werden hier stundenlang beschissen, würde ich sagen. Beschossen. Stundenlang werden wir hier beschossen. Und noch steht unser Schiff. Jetzt müssen wir mal hier rein. Hallo, hallo. Oh nein, kleines Mädchen. Was habe ich dir nur angetan? Sieht aus, als hätte es deine ganzen kleinen Kabel rausgerissen. Was können wir damit nur machen? Bleib bei mir. Ich mach's wieder gut. Okay, das müssen wir scheinbar reparieren, das Tierchen. Aber wo? Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Wir haben ja... Nee, ich muss ja jetzt hier wieder die richtigen Kabel dann. Ich habe ja Kabel gerade aufgenommen. Aber die Farben Morgs, kann ich ja nicht sehen. Gerade wenn du denkst, dass du sie alle erledigt hast, taucht ein neuer auf. Ich sollte die beiden besser eliminieren, bevor sie sich noch vermehren. Das sind Raumschiffe, Mann. So langsam musst du es doch mal begriffen haben. Was haben wir hier? Da bricht ja alles auseinander. Da können wir auch noch lang, hier oben. Alex Pyramide sieht aus, als würde sie bald schmelzen. Warte mal, kann ich? Ich bin sicher, er hat einen Fluchtplan. Hoffen wir, dass dieses große offene Fenster für besseren Empfang sorgt. Verflixt. Ich habe nichts getroffen. Oh, hat das was gebracht? Was zum Teufel? Was ist da? Vella, ihr Hitzkopf wird uns doch alle umbringen. Es ist schon zu heiß, um es zu berühren. Ich muss den Schaltkreis im Maschinenraum unterbrechen. Bleibt hier. Da unten gibt es noch ein paar alte Vorrichtungen, die etwas unberechenbar sind. Shay hatte ja vorhin so übelst große Augen gemacht, als er gesagt hat, da unten wären irgendwelche Schaltkreise. Stellt und so das Ding wieder ein. Komm schon, wir waren so kurz vor einer Schmelze. Sei nicht so ein Angsthase, Alex. Echt mal. Nur weil du überleben willst. Okay, aber es scheint so, als können wir mit Shay jetzt auch weitergehen. Ich gucke mir hier trotzdem noch mit Bella um. Hier können wir rein. War hier nochmal drin? Die Schilde des Schiffs werden uns sicherlich beschützen. Mann, schwer zu sagen. Hey, du steuerst dieses Schiff, nicht wahr? Kannst du uns hier wegbringen? Ich webe nur den Pfad. Das Schiff steuert sich selbst. Kannst du nicht ein wenig nach links oder rechts steuern? Wir werden sterben, wenn du es nicht tust. Nun, jetzt habe ich Angst. Wie soll das helfen? Es gibt keine Schiffsschilde. Wir haben den Fusionsort über dem Müllschlupf ins All geschossen. Wie bitte? Welches Protokoll verlangt denn die Entsorgung? Das ist ein kurzes Stück Kabelrest. Für diese Situation gibt es kein Protokoll. Es ist Neuland, klar?
mein Ratschlag, zurücklehnen und... Ich frage mich, wenn ich diesen Navigationsschal noch mehr durcheinander bringe, könnte uns das aus dieser Bredouille helfen? Was meinst du mit noch mehr? Oh, zum ersten Mal natürlich. Würde das unseren Kurs ändern? Nein. Der Schal wurde bereits an das Navigationssystem weitergegeben. Es braucht weder rechte noch linke Maschen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Aber bitte berühre ihn nicht. Er ist ein sehr empfindlicher Teil unseres Systems. Ich wurde, um einige hundert Meter nach links oder rechts zu steuern, nur für einen Moment. Mach's gut, Schal. Nein, ich glaube, der Raumweber würde es fühlen. Schade. Nur für einen Augenblick. Was ist das hier? Er hat gesagt, berühre ihn nicht. Er ist sehr empfindlich. Der Navigationsschal wurde ausgegeben. Aber ich kann die manuelle Steuerung des Schiffs übernehmen. Nicht, wenn ich die Anweisungen einer Sternenkarte befolge. Okay, die zoffen sich da noch weiter. Da sind Trümmerteile drin. Ich komme da nicht durch. Ich stelle die Regeln nicht auf. Okay, da müssen wir auch nicht lang. Die Regeln. Verdammt. Diese geht auch nicht auf. Okay, ich probiere mal erst diesen hier. Ne? So mit den Kabeln natürlich. Ich werde hier etwas Draht anbringen. Guck mal, es sieht so aus. Wir haben hier ja... Und das dort? Weil hier sieht man ja, dass das hier Kabel sind. Kabel so waren, meine ich. Also hier diese Spuren sieht man ja noch. Gut, habe ich es geschafft? Na, wo bringe ich sie jetzt hin? Sieh's an, oder? Sie steht ja und hat gegrinst. Wo packe ich die jetzt am besten hin? Ich wechsle mal zu Shay. Sieh's an, auf alle Fälle. Wir gehen jetzt mal in den Raum hier hinterher. Kann ich hier ran? Nee. Okay, wir können hier rein. Gucken, ob wir unseren Vater noch finden. Der kraucht da ja auch immer noch rum irgendwie, anscheinend. Toll. Oh, hallo Sohn. Moin. Schön, dass du da bist. Was machst du hier? Ich flicke nur noch ein paar Löcher. Aber jedes Mal, wenn ich eins stopfe... Oh, ich muss los. Der muss hier Löcher stopfen, der Papa. Kennt man ja. Was haben wir hier? Oh, guck mal. Sieht aus wie das Steuerpult des alten Schiffs. Da ist ein altes, zerfallenes Logbuch. Okay. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Schiff selbst uns anlügt. Morgen werden wir versuchen, auf einem der feindseligen Planeten zu landen. Der, soweit wir wissen, vielleicht gar nicht... Oh, die sind schon auf die Idee gekommen. Damals auch, dass das... Interessant, dass die halt auch auf so einem Fake-Raumschiff sind. Okay, wir haben hier wieder ein Muster, ne? Muss ich mir merken, dass das hier liegt? Wir haben hier... Aber es müsste musikalisches sein. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie ein musikalisches. Aber bevor ich das tue, meine Lieben, es tut mir leid, aber die Zeit ist schon wieder um. Und ich glaube, eine Folge brauchen wir noch mindestens für das Finale, in dem wir gerade mittendrin stecken. Oh, guck mal, was ich hier links entdeckt habe. Na, erinnert uns das nicht an irgendjemanden? Zwei Personen, die irgendwie Klamotten anhatten in dieser Form? Hm? Nee, mich auch nicht. So, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und vielleicht in der letzten Folge von Broken Age wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf alle Fälle. Und ich bin gespannt, wie wir die Katastrophe irgendwie noch verhindern können. Bis dahin, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.